Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Alles perfekt eingestellt, Digga? Ist jetzt die Frisur? Welche Frisur, Digga? Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Ich hab gemerkt, verdammt nochmal, Nico, die Leute feiern deinen neuen Style, ja? Die Leute feiern es. Die Leute feiern diese ultimative Cap. Lasst euch gleich bitte nicht flashen von meinem unglaublichen Aussehen. Boom. Und wie findet ihr es? Alles klar! Damit sind wir auch fröhlich ins Video gestartet, liebe Leute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen gute Laune mitnehmen. Denn ich habe heute für euch wieder was ganz Spezielles vorbereitet. Nico, wenn du die Massephase so weiterführst, musst du bald den BH tragen. Digga, das muss ich jetzt schon. Der nächste Kommentar kommt von 1000 Abos mit einem Video. Herr Freundlich, Mann, ist das ein Geißnamen. Zwei Männer stoßen im Supermarkt zusammen. Oh Mann, ist der gut. Oh, ich pack's aber überhaupt nicht. Oh Mann, ist der witzig. Ach, der geht ja sogar noch weiter. Meint der eine völlig aufgelöst. Entschuldige. Mann, ey, ich bin total durcheinander. Ich suche meine Frau. Ich glaube, das hätte der irgendwie anders gesagt, oder? Darauf der andere. Nee, geht es genauso. Seit 30 Minuten suche ich schon. Wie sieht deine denn aus? Meine hat blonde, lange Haare, ist 1,80 groß, braun gebrannt, vollbusig, schlanke Figur und hat einen super kurzen Mini an. Und ein weißes, enges Top ohne BH. Und Schuhe mit sehr hohen Absätzen. Wie sieht deine aus? Scheiß drauf, wir suchen deine. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt den Witz nicht ganz verstehe. Suchen die jetzt die eine, weil es dann zu lange dauert, die andere zu suchen, oder? Nein! Oh nein! Digga! Jetzt hier eine Community-Frage. Und zwar vom Mahide Gürken. Chilliger Name. Nico, warst du letztens zufällig auf der A3? Gürken, ich weiß nicht, was du meinst. Warum denn? Weil die im Radio gesagt haben, da ist ein 5-Kilometer-Stau wegen einer Behinderung. Stimmt, du hast recht! Das war ich! Ah! Taco Cut heißt rückwärts geschrieben auch Taco Cut. Liebe Nadine, du bist ja ein Genie! Es ist ja der absolute Wahnsinn, wie du hier diese rückwärts gesprochenen Dinger erkennst und dann wieder umdrehst. Momentchen mal, mir fällt auch gerade was auf. Bob rückwärts geschrieben heißt Obo! Das sind die heftigsten Witze! Das sind die heftigsten Witze! Der erste ist direkt mal ein bisschen makaber, aber ich muss sagen, in letzter Zeit lese ich immer wieder diese Jokes und ich denke mir einfach nur so, Scheiße, wie heiß ist es in diesem Zimmer eigentlich? Gerade ein Reh überfahren. Muss das erstmal verarbeiten. Klaus 54 Metzger. Der war echt ein bisschen makaber. Eine Handbewegung, schon fangen die Bitches an zu blasen. Herbert 56, Dirigent. Hey, ciao, hier drin ist es zu warm. Ich muss meinen Kopf unbedingt in die Kühltruhe stecken. Liebe Freunde, gerade noch mal Glück gehabt, dass ich da noch ein paar Kühlakkus am Start habe. Heute werden Lauchs gefickt. Günther 48, perverser Kleingärtner. Wahrscheinlich Kleingärtner, ich hab Kindergärtner gelesen. Geh nicht verbuddeln. Ich sehe nichts mehr. Alice 32 ist bei Ebbe an der Nordsee. Scheiße, ich denk gut, verdammt nochmal. Gleich gibt's hier Kieferbrüche. Horst 57, Holzfäller. Es ist so dumm, diese Witze. Ich bin Nummer Uno. ApoRed 23. Als ich von der Polizei angehalten wurde, ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Hans 43, Organhändler. Es ist so makaber, liebe Leute, aber es ist irgendwie witzig. Ich poliere dir die Fresse. Julia 23, Zahnarzthelferin. Ey, das kann doch unmöglich den Ehe ernst sein, oder? Ich bin ein toller Hecht. Peter 21, Hecht. Nee, mir reicht's. Auch für dich, Peter. Schau mal, da hinten ziehst du die Klinke. Verpiss dich, du Arsch! Unterm Strich wollte ich euch eigentlich nur fragen, habt ihr es denn macht erfahren?